Das da ist mein Geburtstagsgeschenk. Eine Wurstmaschine. Ein Fleischwolf, genau. Da habe ich mir schon alles zusammengebaut, alles gereinigt, alles sauber gemacht. Da sind die anderen Teile dazu. Da ist die Schüssel, wo dann das Fleisch reinläuft. Ja, da habe ich die ganzen Gewürze und eine Waage. Und da habe ich zwei verschiedene Sorten Darm. Ja, die hat mir der Metzger so mitgegeben. Eine solche und eine solche. Die probiere ich natürlich einmal aus. Und dann habe ich da ein Kilo Schweineschulter und ein Kilo Schweinebauch. Ohne Schwarte. Also ein bisschen Fett ist natürlich noch drauf. Ja. Und ja, jetzt schneiden wir das einmal klar und probieren das einfach mal aus. Hallo bei Holgers Grillen. Ich fange halt einfach einmal an und schneide halt einmal so, wie ich denke. Ja. Ich weiß nicht, ob das da, na, muss ich wahrscheinlich ein wenig kleiner machen. Probieren wir mal so ein Stück aus, was da passiert. Mama. Ah, kommt schon. Ja, so in der Größe machen wir das genau. Stopp! Alles klar, schneiden wir weiter. Dann fangen wir mal an und machen den Brotwurstteich. So. Halt, nein mit dem Zeug. Wenn ich fertig bin mit dem ganzen Zeug, dann tun wir es noch schön würzen, ja? Für meine 2 Kilo Fleisch, ja, brauche ich jetzt 1 Gramm frisch geriebene Muskatnuss, 30 Gramm Salz, 3 Gramm Majoran, 1 Gramm frische Zitronenschalen. Nimmt man natürlich die von der Bio-Zitrone, ist klar. So, dann nullen wir das einmal ab. Das habe ich schon vorher alles gewohnt gehabt, weißt. Dann brauchen wir 1 Gramm Chili. Ein Gramm Cheyenne-Pfeffer. Ein Gramm Knoblauch. Waren jetzt 2 Gramm. Okay, macht nichts. 4 Gramm Pfeffer. Dann nehme ich schwarzen Pfeffer. Vom Piment 1 Gramm. Koriander 1 Gramm, Ingwer 1 Gramm. So, wenn es mal ein bisschen mehr wird, macht es nichts. Ne? Und jetzt kommt jetzt alles da rein und wird dann schön vermischt. Und dann probieren wir das einmal aus mit einer Therme. So, von den Därmen habe ich jetzt erst einmal die kleinere Sorte da vorne drauf gezogen und einen Knüppel neu gemacht. Ja, die große probieren wir dann schon auch noch einmal aus. Aber jetzt schauen wir mal. Test Nummer 1. Aha, okay. Na, das scheint zu gehen. Ja, komm doch schon, die Wurst.
Seht ihr das gescheit? Warte, ich mache mal einen tiefer. So. Ja, hervorragend. Kommt zwar langsam, aber es kommt. Schau da mal. Oh, hahaha. So, ich mach das fertig, okay? Die ersten sind fertig. Ja. Wunderbar. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Jetzt sind die schön. Ach, galla. Und jetzt machen wir die nächsten. Der Darm ist schon drauf. Machen wir weiter. So, auf geht's. Machen wir die nächsten. Oh ja, das ist der Naturdarm, ne? Guckt mal, wie schön dünn die werden. Ja, prima. Das ist ein schöner, dünner Brotwurst. Okay. Dann schauen wir mal, was ich da gewurstelt habe. Ja, die Größen sind natürlich ein bisschen, ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Sag mal einfach, das sind kleiner Nürnberger, das sind großer Nürnberger, das sind dünner Coburger und das sind dicke Coburger. Und das sind natürlich die Big, Big Würste. Schaut euch mal das an. Das sind natürlich die Männerwürste, ja. Oh, davon träumt natürlich heute nachts mein Hund. Der sitzt da daneben. Ja, guckt die Wurst an. Oh, ich glaube, der liebt sie. Gut, dann schüren wir jetzt einmal den Grill an und probieren die auf dem Grill aus. Logisch, wenn meiner ersten selber gemachten Brotwurst auf Holzkohle gegrillt. Ja, die gute Holzkohle, ja, die hauen wir da rein. Die glüht schon. Wir warten jetzt noch, trinken eins und dann probieren wir meiner geilen Brotwurst. Ja, wie man Bratwurst grillt, das muss ich euch ja nicht erklären. Ja, die legt man einfach über die Kohlen. Ich nehme jetzt mal eine am Naturdarm zum Testen. Ja. Und ja, dann nehmen wir noch so eine andere. Die probieren wir auch mit den anderen Darm. Und Alfred, ich muss dir sagen, der Darm hat besser gehalten. Bei dem da ist ein Bombo gerissen. Deswegen sind da ein paar so kleine Dinger rausgekommen. Der Alfred, das ist der Metzger, Metzgerei Schad, wo ich das heute geholt habe, das Fleisch und den Darm. Ja, beim nächsten Mal klappt es vielleicht besser, okay? So, ich brutzel jetzt die Wurst und dann probieren wir die einmal, ob sie schmeckt. Das ganze Rezept habe ich euch unten mit reingestellt, ja, das könnt ihr euch gerne anschauen, was ich da zusammen gemischt habe, ja. Also das Fleisch selber, wie es dann durchgewolft war, das hat echt lecker geschmeckt. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie schmeckt es, wenn es gebraten ist. Und das machen wir jetzt. Die erste Wurst ist fertig. So, die probieren wir jetzt nochmal. So wie sie ist. Total Nugget. Schaut mal. Oh ja, die ist gut, die ist total fleischig, kann fast kein Fett drin. Meine Herren, oh ja, verdammt lecker. Wir probieren gleich noch die anderen, die dicken, aber die dünner. Und sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. So, auf geht's. Bei uns isst mir die Wurst im Semmerler. Und dann habe ich aus der Region ein wenig Senf. Da gibt es einen Bauernhof, so eine Milchtankstelle. Ja. Ich mache die erste Wurst, die ich habe lang gegessen. Da weiß ich jetzt, wie sie schmeckt.
Deswegen tun wir da jetzt ein wenig Senf drauf. Und dann hauen wir da einmal rein. Na, Öster, selber gemachter Wurst. Und die ist sehr, sehr gut. Und Haas. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich brutzel jetzt noch dann die anderen Brotwurst. Hau das rein. Bis zum nächsten Mal bei Holgers Grill. Tschüss, Servus, euer Holger.